Ah, wir sind einfach große Strukturen. Das ist nicht nett. Ich verdiene es nicht, so ausgespuckt zu werden. Sind hier durch die Tür? Nein. Sind wir hier entlang? Und. Ja. Anscheinend müssen wir jetzt da nach drüben. Manometer. Okay, wir befinden uns hier mitten in einem Raum. GLaDOS Emergency Shutdown and Cake Disappearance. Ah. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Super. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Oh, du warst beschäftigt. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hallo? Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich! Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein, 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 nein! Pakt entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Hol mich raus! Ausreihen-Pakt-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pakt-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin! Lass mich drin! Drück einfach drauf! Tu es nicht! Okay! Los, mach es! Drück nicht den Knopf, du weißt, nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Nein, ich glaube sie. Ja, stimmt. Du hast eine Berechtigung dazu. Du hast etwas viel Wichtigeres. Nämlich einen Fehler. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Gelöst. Zurück zur Transferstation. Warte, und wenn das wehtut, wenn das richtig wehtut, oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird. Hände weg von mir. Nein, stopp, nein! Nein, nein! Incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. sag mal,
müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Wheatley hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt? Das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein, nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hein? Erstmal habe ich die ganze Drecksarbeit gemacht. Ah. Und was zum... Oh. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Ja, die große. Entschuldige, was? Also. Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Kern festgesetzt und einen endlos Strang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Du bist der Tumor. Okay. Na, was sagst du jetzt? Wer ist dir der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf dich in diese Grube treten? Oh. Könnte ein Schwachkopf das? Hallo, Kartoffeln. Oh. Ah, und wechseln wir auf. Ah. Okay, jetzt haben wir hier schon mal ein anderes Ladesymbol. Aperture Science Innovators. Und das Symbol sieht ein bisschen anders aus. Vielleicht liegt es daran, weil wir gerade ziemlich tief gefallen sind. Zeldex, der Sturz, nein. Hallo. Na, wie läuft's? Beschissen. Ich bin Alka. Ja, ich falle gerade runter. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt. Den haben wir also. Super. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter. Mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Warum zur Hölle sollte man einen riesigen Schwachkopf produzieren? Noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Nein, weil diese Stiefel sind nämlich klasse. Mit denen kann ich nämlich aus x-tausend Meter Höhe runterfallen und mir passiert nichts. Von Bretten gebremst. Super. Das war dann Teil 6, der Sturz. Und wir befinden uns wieder bei den Aperture Science Innovators. Herzlich willkommen. Wenn Sie Fragen haben, bitte benachrichtigen Sie die nette Infodame. Danke. Super. Oh. Ein Vogel. Und die Kartoffel. Und unser Fahrstuhl. Und die Kartoffel ist weg. Also GLaDOS. Da wammelt unser Fahrstuhl. Und hier unten sieht es ziemlich dreckig aus und es brennt. Und es geht ziemlich hoch. Die Frage ist, wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Ich meine, wir sind in wenigen Sekunden, na bestimmt 2 Kilometer tief gefallen und haben es auch noch überlebt. Das alleine ist ja wahrscheinlich schon Grund genug zum Feiern. Trotz allem müssen wir hier irgendwie durchkommen. Wie denn? Aushalten, ausharren. So. Und überall brennt's. Natürlich. Das hier wäre jetzt der falsche Weg. Aber gibt es denn so etwas wie einen richtigen Weg im Leben? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir darüber mal eine ethische Diskussion führen.
Nur damit man es versteht, ich hatte einmal einen Ethiklehrer, der es tatsächlich fertiggebracht hat, in den sinnlosesten Situationen noch sinnlosere Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, was ist der Mensch? Diese Frage an sich ist ja nicht wirklich sinnlos, aber wenn man gerade über die WM oder die EM spricht, ist das durchaus ein bisschen, naja, Fehlerplatz, würde ich mal so sagen. Keep out, do not enter. Command Testing Area. Keep out. Ja, ich keepe besser laut und renne nach volle Möhre mal rein. Die Frage ist, wo? Deswegen liebe ich diese Portale. Und da unten habe ich ein neues gesehen. Suri. Wo müssen wir jetzt hochladen? Hier ist immer noch die Nordenter. Hier sind wir gerade. Ah, okay, wir müssen hier runter. Keep out. Ja, wir bleiben aber nicht draußen. Wir rennen voll rein. Und das aus purem Trotz, weil es uns Spaß macht. Uahaha. Ich würde mich freuen, wenn es hier sowas wie eine Sprintentaste geben würde. Die gibt's aber nicht. Von daher müssen wir die ganze Zeit in diesem ewig lahmen Tempo hinlaufen. Okay, die Tür ist offen. Oh, wow. Das ist ziemlich groß. Das ist wirklich ziemlich groß. Okay. Dinger genau miteinander vernetzt. Hier sind nämlich zwei. Okay. So, was dreht sich, öffnet sich, klappen und auf und fängt hoch und. Holla, die alte Fee. Naja, immer weiter. Ne? Aber warum müssen die deswegen so ein Thema? Man das nicht macht, das leiser von. Das ist nicht euer Ernst. Ehrlich, die haben da so eine riesen Türen gebaut, damit man hier so einen kleinen Eingang hat. Manometer, pass auf, jetzt wird. Es wird geladen und keep out, ne? Ganz, ganz wichtig, dass wir rausbleiben sollen. Weil ansonsten könnten böse Dinge passieren. Ja, ja, do not enter, ne? Hier in diesem Chaos. Ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn hier irgendwie so ein Obdachloser von keine Ahnung wann unten sitzen würde und sich an diesem Feuer gerade die Hände wärmen. Ah, caution, do not lean on railing, danger. Ja, Wasser, wir können dann da saufen, also gehen wir da nicht lang. Zugegeben, die Anlage sieht ziemlich groß aus. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier irgendwann mal sowas wie die glamouröse Haupthalle war. Jetzt nicht mehr. Die Frage ist lediglich, wie kommen wir von A nach B? Ja. Wir können ja mal ein bisschen hier rumprobieren. Da ist der Hebel.